Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch erklären, wie Sie Remote-Arbeit organisieren, nämlich wie Fernunterricht, Konferenz oder Videokonferenzen im Zoom-Programm durchgeführt werden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Videochats werden immer beliebter, da wir während des Trainings nicht nur einen oder mehrere Gesprächspartner sehen, sondern auch etwas demonstrieren können, um schnell auf die Situation zu reagieren. Wenn Sie einen Videoanruf mit einer großen Anzahl von Benutzern organisieren müssen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Zoom-Konferenzplattform lenken. Zoom ist ein Dienst für Videokonferenzen und Online-Meetings. Jeder, der ein Konto erstellt, kann ein Meeting vereinbaren. Ein kostenloses Konto ermöglicht Videokonferenzen mit einer Dauer von 40 Minuten. Zoom ist perfekt für Einzel- und Gruppenunterricht. Die Schüler können sowohl von einem Computer als auch von einem Tablet mit einem Telefon aus eingeben. Jeder mit einem Link oder einer Konferenz-ID kann eine Verbindung zu einer Videokonferenz herstellen. Die Veranstaltung kann im Voraus geplant werden und Sie können auch einen sich wiederholten Link erstellen. Das heißt, für eine permanente Lektion zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie denselben Link zum Eingeben erstellen. Der Service hat eine hervorragende Verbindung. Die erhalten mit jedem Teilnehmer Video- und Audiokommunikation. Der Veranstalter hat die Möglichkeit, das Mikrofon ein- und auszuschalten sowie das Video auszuschalten und die Aufnahme von Videos von allen Teilnehmern anzufordern. Die Bildschirmdemonstration kann angehalten werden. Darüber hinaus ist es möglich, nicht den gesamten Bildschirm gemeinsam zu nutzen, sondern nur einzelne Anwendungen, beispielsweise die Demonstration des Browsers. In den Einstellungen können Sie allen Teilnehmern die Möglichkeit geben, Bildschirme freizugeben oder Einschränkungen zu aktivieren, sodass dies nur der Organisation tun kann. In die Plattform ist ein interaktives Whiteboard integriert und Sie können einfach und schnell von einer Bildschirmdemonstration zu einem Whiteboard wechseln. Es gibt einen Chatraum, in dem Sie Nachrichten schreiben, Dateien an alle übertragen oder einen Schüler auswählen können. Der Chat kann so eingeschaltet werden, dass er bei der Konferenz automatisch oder manuell gespeichert wird. Chat mehr Chat speichern. Es besteht auch die Möglichkeit, die Lektion sowie auf dem Computer als auch in der Cloud aufzuzeichnen. Praktischerweise können Sie die automatische Aufzeichnung konfigurieren und anhalten. Während der Konferenz können Sie einen Mitorganisator ernennen, der die gleichen Möglichkeiten wie der Organisator hat. Schalten Sie das Mikrofon für einzelne Schüler ein und aus, benennen Sie es um und teilen Sie es in Rollen auf. Um es zu verwenden, müssen Sie das Programm herunterladen und auf Ihrem Computer oder Telefon installieren. Ich werde unter dem Video Links zum Programm hinterlassen. Suchen Sie nach dem Herunterladen auf Ihrem Computer die Startdatei im Abschnitt Downloads und führen Sie es aus, um das Programm zu installieren. Beim Telefon wird das Programm heruntergeladen, nachdem Sie auf die Schaltfläche Herunterladen geklickt haben und nach dem Ende des Vorgangs wird die Schaltfläche Öffnen angezeigt. In beiden Fällen wird nach dem Herunterladen das Programmsymbol Weiße Kamera in einem blauen Kreis auf dem Desktop angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol. Es erscheint ein Fenster, indem Sie aufgefordert werden, sich anzumelden und sich bei der Konferenz anzumelden. Sie wählen Registrierung und geben Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein.
Nach der Registrierung erhalten Sie vom System eine E-Mail zur Bestätigung Ihres Kontos. Gehen Sie in Ihren Posteingang und finden Sie ihn. Sobald die Registrierung bestätigt wird, automatisch ein Fenster zur Kontoaktivierung geöffnet. Wenn Sie rot sind, muss das Programm geändert werden, bis das System zufrieden ist. Dann werden Sie eingeladen, Freunde einzuladen. Sie können diesen Schritt überspringen, wie die nächste mit einem Vorschlag, die erste Konferenz zu starten. Auf dieser Seite mit einem Vorschlag zum Start der ersten Konferenz wird ein 10-stelliger Code angezeigt. Erinnere dich dran. Dies ist der Permanent Code für den persönlichen Konferenzraum, der Ihnen jetzt zugewiesen ist. In Zukunft können Sie temporäre Besprechungsräume organisieren oder Ihren permanenten Raum nutzen. Führen Sie das Programm aus, um eine Konferenz zu starten. Klicken Sie im Programmmenü auf mit Video starten und oder ohne Video starten. Wenn Sie die Parameter des Konferenzraums ändern möchten, können Sie oben rechts im Eingabefeld auf die Schaltfläche Einstellungen klicken mit einem Zahnradsymbol. Sobald Sie auf Start klicken, öffnet das Programm den hellen Bildschirm und Menü. Wenn Sie sich anmelden, wird das Zoom-Service-Dashboard vor Ihnen geöffnet. Sie sehen jeden, der gerade an der Konferenz teilnimmt, und am unteren Bildschirmrand befindet sich das Bedienfeld. Mit dieser Taste können Sie Ihr Mikrofon ein- und ausschalten. Wenn jemand in der Luft spricht, schalten die übrigen Teilnehmer nach ungeschriebener Regel das Mikrofon aus. Dies liegt an der Tatsache, dass selbst wenn Sie still sind, dann mit der Maus klicken, Geräusche in Ihrem Zimmer und so weiter für alle Teilnehmer hörbar. Je mehr Teilnehmer, desto mehr Hintergrundgeräusche können auftreten. Ihr Mikrofon hat das Recht, den Konferenzorganisation ein- und auszuschalten. Neben der Schaltfläche befindet sich ein Häkchen nach oben. Wenn Sie darauf drücken, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie Ihr Mikrofon konfigurieren können. Zweitens, das Video stoppen. Die Schaltfläche ähnelt der vorherigen. Verwenden Sie diese Option, um Ihre Kamera ein- und auszuschalten. Aber es gibt einen Unterschied, der Organizer kann Ihre Kamera ausschalten, aber nicht einschalten. Wenn er beschließt, Sie erneut mit dem Gespräch zu verbinden und Ihre Kamera einschaltet, erhalten Sie eine Erlaubnisanfrage. Drittens, Bildschirmdemo. Diese Funktion kann entweder verwendet werden, wenn Sie selbst eine Konferenz organisiert haben oder mit Genehmigung des Veranstalters. Sie können damit wechseln und allen Teilnehmern den Bildschirm Ihres Computers oder Gadgets, Präsentation, Dokumente usw. anzeigen. Dies ist eines während Brainstormings, einer Besprechung oder eines interaktiven Trainings erforderlich. Sobald sich der Bildschirm einschaltet, erscheint ein zusätzliches Menü, in dem Sie Zeichen, Pfeile setzen, die Maus bewegen usw. können. Entdecken Sie diese Gelegenheit selbst. Viertens, Chat. Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Chatfenster öffnen und dort während einer Sitzung schreiben. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie sich noch nicht in einer aktiven Diskussion befinden und Ihr Video nicht angezeigt wird. Und ich möchte eine Frage stellen. Fünftens, Konferenz beenden. Mit dieser Schaltfläche können Sie die Konferenz verlassen, Konversation, Schulung, besprechen. Wenn Sie ein Organisator sind, können Sie einfach den Konferenzraum verlassen und anderen die Möglichkeit geben, sich eine Weile zu unterhalten. Oder Sie können die Konferenz für alle schließen. Fügen Sie der Konferenz auf verschiedene Weise Teilnehmer hinzu. Über die Kontakte und über die Schaltfläche nach dem Start der Konferenz einladen. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Einladen geklickt haben, wird das folgende Fenster geöffnet. Hier sind einige Möglichkeiten, eine Einladung zu senden. Verwenden Sie E-Mail, URL kopieren oder Einladung kopieren. Jede Konferenz ist einer Nummer zugeordnet. Bei der Registrierung erhalten Sie die unveränderte persönliche Nummer der Hall of Personal Conferences. Sie können es verwenden, um kontinuierlich mit Personen zu kommunizieren, die Sie kennen. Wenn Sie eine Konferenz mit Fremden oder auf einmal eröffnen, wird dem Raum jedes Mal eine neue Nummer zugewiesen, die bis zum Ende der Konferenz gültig ist. Er wird an die Person in der Einladung gesendet, wenn Sie sie zu der bereits begonnenen Konferenz eingeladen haben.
Diese Nummer muss nicht kopiert werden. Es wird automatisch in die Einladung eingefügt. Während der Demonstration des Bildschirms gibt es ein Werkzeugkommentar. Das heißt, Sie können Zeichen auswählen, löschen und so weiter. Dies können sowohl Lehrer als auch Schüler tun. In den Einstellungen können Sie diese Funktion für Schüler deaktivieren. Möglichkeit zur Übertragung der Kontrolle über Maus und Tastatur. Das Minus der Plattform ist, dass die Schüler nur zeichnen können. Es ist unmöglich, etwas auf dem virtuellen Brett zu bewegen, aber der Lehrer kann die Demonstration seines Bildschirms einschalten und die Steuerung mit seiner Maus übertragen. Das heißt, der Schüler seinerseits bewegt die Maus des Lehrers und erledigt alles, was auf seinem Computer erforderlich ist. Sie können auch die Tastatursteuerung übertragen. Wie Sie sehen können, verfügt das Programm über gute Funktionen, mit denen Sie Remote-Arbeit einrichten können. Und das ist alles. Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.